Dann fragen wir mal nach bei Andreas Stamm, unserem Korrespondenten im regnerischen London. Andreas, die Kabinettssitzung dauert immer noch. Ist irgendwas zu hören? Bis jetzt dringt überhaupt nichts nach draußen, muss man sagen. Aber das ist natürlich schon eine ganz besondere Kabinettssitzung hier. Die war ja eh schon 5 Stunden geplant, also eigentlich 2 Stunden, 3 Stunden länger als normalerweise. Und jetzt befinden wir uns in Stunde 8. Also das scheint auch irgendwie kein Ende zu finden. Es gibt das Gerücht, dass hier heute Morgen den inneren Ministern, also den wichtigen Zirkel, 2 Dokumente vorgelegt wurden. Das eine war ein Bericht des obersten Beamten des Königreichs, der nochmal klar machte, No Deal, also der Austritt ohne Abkommen, das wird erstmal harte Konsequenzen für Großbritannien haben. Und das zweite soll angeblich die Wahlaussichten der Konservativen für eine Neuwahl, wenn sie denn käme, gewesen sein. Und auch das war keine schöne Lektüre für die meisten Minister. Und das ist der Grund wahrscheinlich, warum das hier unter anderem so lange dauert. Ja, also ganz kurz noch zu dem, was zu erwarten ist. Ist angekündigt, dass Theresa May rauskommt und ein Statement gibt, oder verläuft das in irgendetwas? Es gab zwischendrin die Ankündigung eines Statements, das war dann aber vielleicht nur ein Gerücht. Natürlich wird ein bisschen was nach außen dringen. Man weiß natürlich, dass die Hälfte der Minister in ihrem Kabinett wohl Theresa May gesagt haben, wir brauchen einen No Deal, einen Austritt ohne Abkommen. Die wirtschaftlichen Konsequenzen, die fürchten wir nicht. Und die andere Hälfte hat gesagt, genau das brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt einen Kompromiss Richtung weichen Brexit, also mit einem Verbleib in der Zollunion, dass man wirtschaftlich eng verbunden bleibt mit Europa. Das war ja auch eine der Lösungsvorschläge, die das Parlament gestern Abend zwar verworfen hat, aber eben nur ganz, ganz knapp. Und Theresa May, die muss nun entscheiden und die windet sich und will das nicht entscheiden, weil sie weiß, das wird ihre oder könnte ihre Partei, ihre Fraktion, ihr Kabinett zerreißen. Und die sagt, dann lass uns doch meinen Deal zum 4. Mal vorlegen, also das Austrittsabkommen, das das Parlament schon 3-mal abgelehnt hat. Das wiederum fordert den Unterhaussprecher hinaus, der sagt, nee, auf keinen Fall. Wir können doch nicht zum 4. Mal über genau dasselbe abstimmen. Das geht nicht. Und so spielt sich das hier von einen Ecken zur anderen über die Gerüchteküche. Es brodelt, aber nach außen gedrungen ist bislang sozusagen noch nichts. Das ist alles sozusagen Talk hinter den Kulissen. Ja, und dann gibt es ja wohl anscheinend eine Idee, wie man den No-Deal-Brexit abwenden könnte. Was ist dahinter? Ja, das ist dann nur die Panik des Parlaments, sage ich mal, die ja schon mehrmals gesagt hat, wir wollen keinen No Deal. Aber das waren eben nicht rechtlich bindende Motions, Anträge, über die abgestimmt wurde. Und jetzt will man ernst machen und der Regierung sozusagen per Gesetz untersagen, einen No Deal Brexit anzustreben. Das ist ein aufwendigeres Verfahren, da muss dann auch das Oberhaus zustimmen. Aber das soll jetzt irgendwie im Schnellverfahren durchgedrückt werden, weil man im Parlament einfach Theresa May nicht traut, die zwar sagt, sie will keinen No Deal, sie will mit einem Deal aus der EU raus, aber eben die Parlamentarier trauen ihr nicht mehr. Die Frage wird sein, gibt es dafür eine Mehrheit im Parlament und kann das dann wirklich so schnell durchgehen? Aber dann wäre Theresa May die Hände gebunden der britischen Regierung, dann müsste man nächste Woche auf dem EU-Sondergipfel auf jeden Fall eine lange Verlängerung beantragen, dann wäre der No Deal zum 12. April vom Tisch. Andreas, noch ganz kurz zum Schluss, bitte eine kurze Antwort. Es sollten tatsächlich Wahlen stattfinden. Wie sähe es dann für die großen Parteien aus insgesamt? Gar nicht gut? Das ist eben eines der großen Rätsel. Es gibt natürlich viele Umfragen und viel wird da zusammengetragen. Aber wenn man sich das anschaut, dann sieht es vor allen Dingen für die Tories, für die Konservativen immer schlechter aus. Und das ist deren größte Sorge, dass Jeremy Corbyn, der Oppositionsführer, der Labour-Führer, eben mit einer Neuwahl an die Macht kommen könnte. Und deshalb scheut man auch das so sehr. Denn natürlich wäre das eine Möglichkeit, erstmal hier ein bisschen Luft zu bekommen, sagen, wir wählen neu. Wir machen das zu einem Plebiszit auch über den Brexit, diese Neuwahlen. Aber dann kommt das nächste Problem. Mit welchem Programm wollen denn die Konservativen antreten? Mit Boris Johnson und No Deal, wo dann Labour Tür und Tor geöffnet wäre, um zu sagen, aber das wird unserem Land wirtschaftlich schaden. Also das scheint alles nicht zu funktionieren. Und auch diese Neuwahlen sind für die Tories, zumindest für die Konservativen, kein Ausweg. Für Labour könnten sie den Weg an die Macht sein. Auch das erklärt, dass die ein wenig taktieren. Denn das wäre natürlich deren liebste Lösung, mit Neuwahlen an die Macht kommen und dann mit Europa was ganz anderes oder was Ähnliches, aber auf jeden Fall selber verhandeln können, wie der Brexit denn dann nun ausfallen soll. Ja, Chaos allen Enden und dann auch noch der Regen. Danke, Andreas Stamm.